Yo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind gerade hier in der Baustelle und zwar auf dem Weg nach Freiburg. Und ich habe ja eine neue Podcast, ihr habt es vielleicht mitbekommen. Und ich habe gestern Fragen gestellt und diese, ne Quatsch, es war vorgestern. Vorgestern habe ich Fragen gestellt und habe diese in der Podcast beantwortet. Aber es kamen nachträglich noch mehr Fragen zum Thema Fitness und die möchte ich euch heute in diesem kleinen Vlog beantworten. Viel Spaß dabei. Wenn du neu bist auf diesem Kanal und mich noch gar nicht kennst, mein Name ist Daniel. Auf diesem Kanal gibt es Fitness, Mindset, Nutrition und was sonst so in meinem Leben passiert. Lass mir gerne ein Abo da, ich bringe jede Woche neue Videos, mindestens eins, manchmal zwei. Und ja, wir fahren jetzt erstmal rein nach Freiburg und dann melde ich mich wieder bei euch. So Leute, wir sind angekommen in Freiburg, schlimmstes Parkhaus der Welt gefunden. Ja. Es hat richtig schön Spaß gemacht. Ich zeige euch das später, wenn wir zurück zum Auto gehen. Du kommst, also wenn du ein anderes Auto fährst als ich, dann hättest du schon verkackt gehabt im Parkhaus. Das heißt, alle, die ein größeres Auto fahren als ein Einser, wie heißt das? Conti Park? Ja, Conti Tech Parkhaus. Fahrt nicht ins Conti Tech Parkhaus in Freiburg. Ja, wir laufen jetzt hier so ein bisschen rum und wenn wir mal einen ruhigen Spot gefunden haben, checkt schon meine Instagram-Story und beantworte eure restlichen Fragen. Bis dahin. Kurze B-Roll-Aufnahmen, kleiner Eindruck von Freiburg. Let's go. Okay Leute, wir waren jetzt hier auf, wie heißt das Ding? Schlossberg. Schlossberg und haben einen ruhigen Platz gesucht. Ja, viel ruhiger wird es glaube ich nicht mehr. Wir gehen jetzt da vorne dahin, wenn da nicht auch Leute stehen. Und dann beantworten wir eure letzten Fragen. Es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Fragen noch, die übrig geblieben sind von gestern. Nee, vorgestern. Ich denke, ich habe gar kein Zeitgefühl mehr, ey. Naja, egal. Ja, wir ziehen kurz durch. Ich beantworte euch die Fragen und dann Abstieg hier. Erste Frage, abgesehen von Workouts, fit bleiben in häuslicher Quarantäne. Witzig, wenn du das siehst und du hast diese Frage gestellt und du erkennst dich selber wieder in der Frage, schreib mir gerne mal, ob du gerade in Quarantäne bist oder ob du Corona hast. Ja, fit bleiben durch Workouts ist das Einfachste, was du zu Hause in häuslicher Quarantäne machen kannst. Außerdem würde ich darauf achten, dass du nicht zu viel isst, nicht so wie ich das gemacht habe während dem Lockdown. Ansonsten hast du keine andere Wahl. Klar, du kannst Hausarbeit machen, putzen, ein bisschen in Bewegung bleiben, aktiv bleiben und das macht Sinn in häuslicher Quarantäne. Ansonsten mach alle Workouts auf meinem YouTube-Kanal. Die nächste Frage, schnellster Weg zum Abnehmen. Ja, schnellster Weg zum Abnehmen, Sport plus Diät. Kaloriendefizit durch Ernährung, Kaloriendefizit durch Workouts, durch Sport. Am besten schon Muskelmasse haben, die deinen Kalorienbedarf in die Höhe treibt und dann hast du es am allereinfachsten. Was ist dein Physical, ist physikalisch, Physical ist Fitnessziel. Falsche Leerzeile. Was ist dein physikalisches, das hat die Toni geschrieben, sie kann kein richtiges Deutsch mehr, Fitnessziel. Ja, mein Ziel im Moment ist jetzt erstmal wieder Lean Bike zu machen, ein bisschen aufbauen, kurz erholen von der Diät. Diese Crash-Diät hat schon ein bisschen so an den Nerven gezogen. Wobei ich muss sagen, es hätte noch easy länger gehen können. Es war echt nicht so wild, hat mich nicht so sehr gejuckt. Aber ein bisschen weiter aufbauen. Ich wiege jetzt in der Topform, habe ich jetzt, was heißt Topform? Also nach der Diät hatte ich 80 Kilo und ich hätte gerne 85 bei gleichem Körperfettanteil. Was gibt dir Fitness? Eigentlich nur einen kleinen Ausgleich zum Alltag und gleichzeitig ist mein Job teilweise, ne? Und sonst gibt mir aber Fitness, ehrlich gesagt, nicht mehr so viel. Es ist nicht mehr so, dass das so irgendwie meine große Leidenschaft ist oder sowas. Aber
Ich habe das so sehr in meinen Alltag integriert, dass ich gar nicht mehr anders kann, als immer regelmäßig trainieren zu gehen. Ist Fitness eine Passion oder nur ein Job für dich? Ja, Passion würde ich nicht sagen. Es ist fester Bestandteil von meinem Leben, gleichzeitig Job. Aber bei mir vermischt sich Job und Leben alles immer so ein bisschen. Deswegen kann man das nicht so einfach beantworten. Sind die meisten deiner Freunde im Bereich Fitness? Nee, nicht unbedingt. Früher mal ja, aber einige haben einfach aufgehört zu trainieren. Alle, die jetzt gerade sich angesprochen fühlen von meinen Freunden, die mal mit mir zusammen trainiert haben und gerade faul zu Hause sitzen, fühlt euch angesprochen, bewegt euren Arsch wieder ins Gym. Aber es ist so ein bisschen gemischt, natürlich durch berufliche Geschichten und durch Breakletics. Viele meiner Freunde sind natürlich dann im Fitnessbereich. Und die letzte Frage, wer inspiriert mich? Kein Influencer. Die Frage beantworte ich euch später. Wir gehen jetzt erstmal in den Abstieg hier vom, wie heißt der Berg? Schlossberg. Schlossberg. Abstieg und später beantworte ich euch die Frage, wer mich inspiriert? Kein Influencer. Peace. Natürlich absolut das richtige Schuhwerk mal wieder am Start, um so einen Berg hier zu besteigen. Ja, also hoch immer kein Problem mit Ultra Boost, aber runter, hier ist jetzt gerade nicht so übel steil so, aber runter ist immer nicht so geil, weil man rutscht dann so nach vorne, ne? Man ist ja nicht so fest wie so Wanderschuhe. Aber ich glaube, ich muss mir echt mal so Wanderschuhe anschaffen. Oh, ein Kreuz. Das ist wie beim Steve oben auf dem Berg. Ja gut, wir machen jetzt weiter hier den Abstieg und dann melden wir uns gleich unten. Fahr jetzt nach ganz hinten und hol aus. Alles klar. Ich hoffe, da kommt jetzt nicht schon direkt der nächste hoch. Boah, ey. Leute, ich sag euch eins. Hier dieses abgefuckte Parkhaus. Hey, das war gar nicht schlecht eingeschlagen gerade. Das war echt gut. Vielleicht ist raus auch einfacher als rein. Ich weiß es nicht. Noch so eins. Noch so ein Ding. Oh Gott. Glaube ich, der letzte Stein, ne? Ja, wir gehen nämlich jetzt trainieren, Leute. McFit Freiburg. Yes. Okay, Leute, wir fahren jetzt zu McFit, aber ich muss euch ja noch beantworten, wer so mein Vorbild oder mich inspiriert hat. Warum es, das war kein Influencer, ne? Also kein Influencer, einer, der mich sehr inspiriert hat, geprägt hat, und das war Nabil aus Frankreich. Ich habe ihn kennengelernt 2009, glaube ich, in einem Roots & Roots Projekt, und später war er auch mein Coach sozusagen zum Abschluss meiner Roots & Roots Peer Coach Ausbildung, und er hat mich mega inspiriert. Also wie er mit Menschen umgeht, wie er redet, wie er die Dinge sieht, wie er das Leben sieht. Er ist Breaker und hat auch an der Uni oder so unterrichtet, aber er ist einfach mega krasser Typ. Also hat mich auf jeden Fall megamäßig inspiriert und einer der Menschen, die mich sehr, 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 sehr geprägt haben in meinem Leben auf jeden Fall. Okay, wir fahren ins Gym und wir nehmen das Handy mit und filmen drin mit dem Handy, weil McFit filmen ist immer kritisch. Die wollen immer eine Drehgenehmigung, aber mit dem Handy ist das easy peasy. Also, let's go. Auf geht's ins Gym. So. Herzlich willkommen zurück. Es war jetzt echt langsam ungemütlich draußen.
Ja, das war, eigentlich sollte das ganze Video nur sein, damit ich noch die restlichen Fragen beantworte von vorgestern. Jetzt habe ich es gelernt am Ende des Tages. Die ersten Fragen sind in der letzten Podcast-Folge beantwortet. Könnt ihr euch gerne auch reinziehen. Einfach auf Daniel Dyer bei Spotify suchen oder Peaceful Warrior suchen. Seht schon auf ziemlich, ziemlich vielen Plattformen. Und iTunes fehlt leider immer noch. Aber kein Problem, weil auf kurz oder lang wird iTunes verfügbar sein und dann könnt ihr euch dort auch alles reinziehen. Ja, boah, ich bin ein bisschen am Arsch, ey. Bist du gar nicht müde? Wir sind halt auch wieder mega viel gelaufen. Ich bin mega und trainiert. Müde. Ja, ich bin auch etwas müde. Oh. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich hoffe, die eine oder andere Frage konnte euch weiterhelfen. Und der kleine Einblick nach Freiburg hat euch gefallen. Ja, ich will duschen. Mein Stuhl dreht sich von alleine. Das ist richtig Magic gerade. Nochmal. Zurück. Boah, ist übel schnell. Musst du nicht in den Europapark gehen für. Kannst dich einfach auf den Stuhl setzen hier. Okay, dann drehst du mich auf den Stuhl. Nein, der Stuhl macht von alleine. Okay, Leute, ich beende jetzt das Video. Es wird langsam dumm, weil ich einfach müde bin und irgendwie kaputt. Abonnieren nicht vergessen. Wir sehen uns. Der Stuhl macht mich so fertig, Leute. Wir sehen uns in einem nächsten Video. Macht's gut. Bis dahin. Ciao. Kleiner Nachtrag. Könnt ihr Knoppersriegel? Knoppersriegel sind ja erstmal der Überschritt, aber jetzt gibt's die auch noch mit. Erdnuss, Junge. Leck mich in der Taste, sag ich dir.